Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und mir sind jetzt die letzten Tage, die ganze Zeit ist mir in den Kopf gegangen, was sagt eigentlich die Liebe dazu? Und das schauen wir uns jetzt an mit dem Weg zu dir. Also hier wird wieder das sein, was sich gerade herausschneckt. Darum geht es, die inneren Prozesse, die äußeren Prozesse. Da so ein bisschen, was die Partnerschaft betrifft, vielleicht sogar ein bisschen zweigeteilt auf der einen Seite. Dort ist man in einem Geschehen drinnen, dort geht man weiter. Also wirklich weiter aus einer Zweisamkeit vielleicht heraus. Und das sagt so die geistige Welt dazu, oder dort wird man hingebracht. Und das schauen wir uns jetzt in aller Ruhe an, was uns da jetzt auf unserem Weg so begleitet. Bis gleich. Die Schwarmintelligenz von Mutter Erde führt uns jetzt zusammen, die vom selben Ursprung stammen. Ich erkenne meinen Sinn, weiß wieder wer und was ich bin. An alle Boten des Friedens, jetzt ist die Zeit des neuen Erdeschmiedens. Bringst du deinen Teil mit ein, dann wisse, du bist nicht allein. Folge dem Licht durch die dunkelste Nacht, auf das der neue Morgen bald erwacht. Du stehst vor einem großen Tor, dein Ego wird leise und weise tritt deine Seele hervor. Du spürst die Verbindung zu allem, was ist, das Gefühl von Zuhause hast du lange vermisst. Hier kommt dein Applaus, verneige dich vor dir und sprich deine Wertschätzung aus. Baum der Seelen, Baum der Ahnen, hörst du ihre Stimmen, wie sie uns ermahnen und flehen, in unser Potenzial zu gehen, aufzuhören, uns zu verstecken und wieder unsere wahre Größe zu entdecken. Jetzt ist unsere Zeit, das Paradies ist ganz und gar nicht weit, es ist wahr, es ist kein Traum, in dir lebt ein Friedensbaum, er lässt dich in dein Herzraum schauen, hilft dir, dich zu erkennen, statt vor dir selbst wegzurennen, zeigt dir, dass du Frieden bist, das Einzige in deinem Leben, was du wirklich vermisst, bist du. Bist es immer gewesen und wirst es immer sein. So, dalla, heißasa, hopsasa. Es ist jetzt schon ein bisschen viel, Karten sind rausgekommen mit irrsinnig vielen Botschaften und total schönen Botschaften auch. Und ich versuche jetzt das, was da alles in Fülle mitgekommen ist, euch jetzt auch wieder mitzuteilen. Und jetzt habe ich dazwischen unterbrochen und werde dann nachher noch einmal, wenn es sein möchte, dazu noch ein paar Karten legen, wenn sich dann noch was auftun möchte. Was ganz, ganz wichtig war, du wirst jetzt in eine neue Stufe gebracht, wo Geben und Nehmen im Ausgleich erwacht. Und da gilt es jetzt ganz, ganz intensiv auf dich selbst zu hören und dir achtsam gegenüber und deinen Bedürfnissen gegenüber offen einzutreten. Denn die Antwort hier liegt tief in dir. Ja, also du darfst dich auf dich selbst verlassen und dich von Abhängigkeiten hier lösen, um in eine neue Ära mit dir zu gehen. Mach dich bereit, sei bereit für diese neue Botschaft aus deinem Leben, denn das neue Leben ist hier und schon bereit für dich in Empfang genommen zu werden oder dich in Empfang zu nehmen, mehr oder weniger. Also eigentlich ist schon das neue Leben bereit dazu, sobald du mit deinem Kopf bereiter bist, dich einzuladen in dieses Leben. Da geht es um dein inneres Bestreben und hier zu dir selbst hier Ja zu sagen, und dazu darfst du dir wirklich aus ganzem Herzen selbst vertrauen. Dann kamen so, bevor wir uns jetzt das anschauen, mit dem Schneckchen, was da rauskommt und was es da geht, das waren einfach so mal die wichtigsten Botschaften und was ist da innen, in dir drinnen los. Und da kam die Botschaft, das ist nämlich so auch rausgefallen als erstes, also, solange du die Wunden der Einsamkeit, ja, in dir trägst, weil vielleicht irgendwas hier mit der Unwiderstehlichkeit nicht ganz funktioniert hat, wo man vielleicht weiß, im Grunde ist man unwiderstehlich, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Vielleicht hat man sich in Dreieckssituationen begeben, vielleicht in Vierecks, in andere Situationen, wo jemand vielleicht gar nicht so recht geben konnte noch, ja, weil hier kommt ja das Geben und das Nehmen, was hier in den Gleichklang kommt. Ja. Hat man sich vielleicht in Situationen begeben, wo man das in Wirklichkeit gar nicht so mehr sieht und irgendwo ein kleines Körnchen der Einsamkeit in sich drinnen hegt und pflegt, vielleicht noch versteckt. Ja. Und das hier ist die falsche Geisteshaltung. Und wie sagt er die geistige Welt, kommst du wieder in diese Situation, indem du dich wieder unwiderstehlich und geliebt fühlst, indem du die Romantik des Herzens wieder wahrnimmst und dich selbst öffnest einer wunderschönen Situation gegenüber, damit diese Abwehrhaltung im Außen nicht mehr geschehen muss. Ja? Hier mit der 6 und mit der 5 ist deine Liebe, ist dieser Punkt der Einsamkeit in der Heilung und wird dir von außen, gerade in der Partnerschaft, immer mal wieder gespiegelt, damit du das Herz hier heilst. Und tatsächlich haben wir das dann in den Karten hier auch nochmal für die, die es betrifft. Und dann haben wir noch einen Punkt, wo es ganz stark darum geht, der Stimme seines Herzens zu vertrauen, sich zu folgen und sich
dem Herzen zu folgen und sich selbst zu vertrauen, das kommt hier auch noch einmal, um alte Wunden nicht mehr zu beleben, sondern in die Schönheit des Herzens zu gehen und hier auf Wolken zu schweben. Also hier dürfte auch noch ein innerer Prozess sein, auch mit der Elf, auch mit der Selbstmeisterschaft, wo es noch darum geht, die Wunden des gebrochenen Herzens, ja, wo man vielleicht vertraut hat, wo man versucht hat und wo eine Abwehrhaltung auch hier war. Es ist so irgendwie so ein, ich glaube, es sind zwei verschiedene Punkte. Ja. Es könnte auch bei manchen sein, beides, ja, aber irgendwie fühlt sich das so an wie eine Gruppe, die hier noch die Einsamkeit in sich trägt und das noch stärker gespiegelt bekommt und die Gruppe, die die Einsamkeit eigentlich schon nicht mehr hegt und pflegt, sondern tatsächlich oder beziehungsweise in Liebe hegt und pflegt und da wirklich schon auch ein Stück weit in der Selbstarbeit ein bisschen weiter ist, da sind doch noch trotzdem alte Wunden eben mit diesem Herzbruch drinnen und die darf man sich dann vielleicht auch nochmal anschauen, ja, wo man vielleicht innerlich irgendwo noch dieses hat, mein Gott, na, da war ich doch total hin und weg und war ich vielleicht, also so ein bisschen ein Selbstzweifel mit den Wolken, da geht es irgendwie noch um Gedanken, dass man vielleicht sich da irgendwas unterschwellig selbst vorwirft noch in der ganzen Situation und sich da wieder das Herz öffnen kann. Und was wird denn da im Außen gespiegelt? Eventuell noch, ja, dass man das Gefühl manchmal hat, okay, das ist vielleicht eine Falle, da geht es nicht weiter, da ist eine Türe vielleicht zu. Ja, und in Wirklichkeit liegt das in der Heilung, weil vielleicht einfach der richtige Moment hier noch nicht gekommen ist. Und da wirst du aber lernen, dass sobald das Universum oder sobald dein Inneres mit dir spricht, ja, wirst du hier diesen inneren Zustand erfahren und wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um dieses Glück für dich zu leben. Das ist so das, was im Inneren und Äußeren passiert und so als Prozesse mitbegleiten. Dein inneres Bestreben, um in diese neue Ära für dich zu gehen. Ja, die Liebe. Entdecke, wie dir das Heilige Om als Ausdruck der Liebe alles durchströmt. Wunderschön, ja. Das Herz, das sich verbreiten darf und wo du dich mit allem innerlich verbindest, ja. Wunderschön, das kommt hier als Heilung dazu und auch wieder das Vertrauen, ja, auch der Wurzelbereich gestärkt durch die unteren Nicht-Triebe, ja, auch aber, weil das ist etwas ganz, ganz Urverwurzeltes in uns eigentlich, die Liebe, und die bricht jetzt wieder auf und darf uns durch die den ganzen Körper durchströmen und sich manifestieren. Die Träume und das Friedensrad. Ja, wunderschön. Also auch hier, mir ist aber eine Karte runtergefallen. Ups, nämlich, was kommt hier? Auf der Außenseite, die Wunder. Von außen kommt ein Wunder auf euch zu. Auch wieder rot gehalten, aber auch die Transformation und wie ein Urknall. Also hier geht es in den inneren Prozess darum, auf sein Herz zu hören. Ja? Wirklich unten sich zu stärken, unten das Vertrauen aufzumachen, sich zu erden, mit dem Kosmos verbinden, in der Mitte schwingen, alle Chakren zu öffnen, zu fließen und für sich einfach zu sein und sich hier auch mit anderen zu verbinden. Und wisse, die Liebe ist da. Und da kommt es schon. Ha, ha, ha. Das Wunder von außen, ja, hier bricht etwas auf, hier leuchtet ein Stern, der dich einfach mitreißen wird, hier dann in die Manifestation deines Glücks und deines neuen Lebens, aber auch in der Liebe in dir. Ja, wir haben die Zwillingsseelen, wir haben den Seelenpartner, wir haben die göttliche Fügung, es geht hier einfach noch um einen Prozess und schneller als das geht es einfach nicht. Ja? Es geht nicht ums Warten, sondern es geht ums Wissen innerlich. Es geht ums Vertrauen darauf, dass alles sich zur richtigen Zeit hier einfindet. Vorher geht es einfach nicht. Es geht um die Freiheit, das wird von unten gestärkt. Es geht um dein Vertrauen, es geht aber auch um die Kommunikationsfähigkeit und es geht auch ein bisschen um die Regenbogenfarben. Folge der Stimme deines Herzens, denn dort ist deine Seele echt. Ja? Und da geht es noch darum, sich vielleicht wirklich dafür zu entscheiden, nicht zu glauben, man muss sich für das eine oder für das andere zu entscheiden, sondern entscheide dich für dich selbst. Egal, ob das ein Partner ist, in der Liebe, ob das weltlich gesehen ist, ob das, egal was ist, spür immer in dich hinein. Es geht ums Vertrauen, du bist der Mitschöpfer dieser ganzen Geschichte, winde dich hier frei. Ja? Jetzt, wo ich gerade beim Kopf war, wir haben ja ganz viel konstruiert und das möchte hier noch herausgeschneckt werden und an das Schnecken schauen wir jetzt gleich hin. Du bist hier mit deinem Stamm verbunden, lebe deine Wahrheit wieder, finde wieder zu dir hin. Ja? Hinter der goldenen Maske ist die Eule in dir, die dich in die Weite, in die Breite tragen möchte, in die Freiheit in dir. Ja, raus aus dem Drama, um hier Ordnung zu schaffen. Das heißt, du bist jetzt gerade damit beschäftigt, wirklich aufzuputzen. Und hier auch, der Hirsch macht hier frei, der Hirsch macht hier einfach die Wolken weg. Ja, er schafft Ordnung. Mir kommt vor, das ist wirklich ganz, ganz viel hier einfach nur Gedankenkonstrukte. Und auch hier kommt das Licht hinein. Ja? Man sieht hier eine Giraffe, die ihr Babygiräffchen
Ja, das Nachdenken, sage ich es doch, mit der 44. Hatten wir es doch auch schon, die 44. Da fühlt sich doch wer angesprochen vermutlich. Naja. Ja, und dann aber die 8, ja, es kommt wieder ins Fließen. Und auch hier die Führung ist eingeschaltet. Hör auf dich, hör auf deine Ahnen, hör auf deine Musik tief in dir. Ja? Und das, was sich hier vielleicht als Schutz anfühlt, das lass noch frei. Ja? Du kannst hier natürlich einkehren in eine Ruheoase, wenn sie der Schutz bietet, aber fühl dich auch so frei, wenn hier vielleicht etwas abgetragen ist, es gehen zu lassen, sich auflösen zu lassen und dich frei zu fühlen. Ja? Die alten Konstrukte dürfen gehen, damit das Neue oder damit das, was einfach noch zu dir gehört, sich wirklich auch in deinem Leben etablieren kann. Und jetzt schauen wir uns aber an, was sich hier denn hinausschnecken möchte. Ja, wir haben hier tatsächlich den tiefen Frieden. Ich spüre, wie mich unendlicher Frieden erfüllt, hier in dieser wunderschönen grün-blauen Oase. Da haben wir, das ist auch wie so eine Eule aus dem Licht oder wie ein Engel, der sich hier hernieder auf die Erde begibt, um hier seine Sternensaat in die Erde zu integrieren. Und da darfst du dich als wunderschöne wandelnde Schutzinsel wahrnehmen, die hier, oder geschützt ist einfach. Da fällt mir immer wieder Terry Pratchett, glaube ich, ein, mit der riesigen Schildkröte im Universum, die auf 4 Elefantenrücken die Erde trägt mit den Magiern und so weiter um. Und diese Schildkröte, das ist eine Farbenpracht. Und man sieht, das Wasser ist jetzt nicht ganz so klar. Also ich meine, das gibt jetzt schönere Gewässer als das, was man hier sieht. Ja? Und die Wolken sind jetzt auch nicht ganz klar. Und in dieser ganzen Zeit wirst du in die Vollendung, wirst du über diesen See gebracht. Ja? Auch vielleicht fühlt sich das auch manchmal nicht ganz klar, nicht ganz rein an. Ja? Aber hier ist Liebe, hier ist Sternen, hier ist Funkeln, hier ist alles da, was du brauchst. Und das wird jetzt über diese Etappe einfach drüber gebracht. Ja, finde Frieden in dir und geh hier wirklich in dieses absolute Vertrauen, dass hier eine höhere Macht über dich wacht. Ja, du als hohes Wesen, Punkt 1, und dann auch noch alle Verbündeten, auch in der feinstofflichen Ebene. Ja, und die menschliche Ebene darf man ja auch nicht übersehen. Was kommt da hinzu? Und das ist der Trost. Ich fühle, wie Trost und Verständnis mich umhüllt für einen selbst, aber auch mit anderen. Ich nehme da dich mit anderen wahr, dich in dir selbst drinnen wahr. Und da haben wir jetzt so ein kleines Blümchen, da vielleicht noch so ein kleines Zweifelchen und da so von außen auch so ein bisschen was kommt. Ja? Und da geht es ums Atmen. Wer bin ich eigentlich selbst? Auch hier wieder die Selbstmeisterschaft. Und was darf ich hier jetzt empfangen? Und wie werden meine Flügelchen größer? Und was darf dann geschehen? Atmen, atme dich frei. Ja, du selbst bist hier in einem Wandel, das haben wir hier schon gesehen, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so angenehm ist, wirst du aber hier tatsächlich in eine andere Etappe, in eine neue Etappe gebracht. Ja, und da gehen halt einfach noch ein paar Sachen ab. Auch Gedankenkonstrukte, du kannst das auch vielleicht noch nicht ganz sehen. Ja, wir haben hier ganz viele Karten, wo, wenn wir dahinter blicken wollen, noch nicht sehen, was eigentlich danach passiert, auch hier mit dem Wasser. Also es geht immer wieder die Botschaft, wir sind gerade auf der Durchreise, in der Durchreise durch etwas, was noch nicht ganz greifbar ist, was noch nicht ganz da ist, wo wir es noch nicht sehen können, wo wir es vielleicht auch noch nicht ganz erfüllen können, wo wir nur innerlich wissen, dass es einfach soweit ist, aber es kommt erst, das Zebra geht auch hier gar nicht, ja, wir sind vielleicht noch hier in diesem gefleckten Schwarz-Weiß, ja, damit auch das ein bisschen vergehen kann, aber es tut sich schon was, also fühl dich geborgen, so wie ein kleiner Engel hier, der hier jetzt sein Herz bewacht, der hier mit seinem Herzen lacht und hier wirklich in diese transformative, geborgene, wunderschöne, starke, kräftige, auch Magenta-Färbung der Seele geht, wo es dann wirklich so in diesen, wo man dann wirklich einfach in diesen Wandel steht und sagt, hey, ja, komm her, ja, ich bin da, ich bin bereit, ich stehe in mir und glaube an diese Geborgenheit. Ja, was passiert? Wir haben hier tatsächlich die kindliche Unbeschwertheit noch. Ich entdecke die Unbeschwertheit meines inneren Kindes wieder. Also auch hier verbündet man sich wieder mit sich selbst und seinen Erfahrungen und lernt daraus. Hier wieder mit den Elefantchen aus klein wird groß, beziehungsweise auch wieder mit der Elf, mit der Selbstmeisterschaft, vertraut man dann doch hier auch auf seine innere Herde. Die Elefanten können sich irrsinnig viel erinnern über die Generationen hinweg. Die Leitkuh, die sie überall hinbringt, die sich die Wege merkt, die einfach ganz genau weiß, innerlich so ist es. Und deine Aufgabe ist im Prinzip, du musst es hier noch gar nicht wissen oder hier. Ja, hier führst du dann schon. Ja. Aber du musst es vielleicht noch gar nicht wissen, sondern brauchst einfach nur
dich an dem Schwänzchen hier festhalten, was deine Ahnenkraft betrifft oder was deine innere Seele, was deine Erfahrungen, was deine karmischen Reisen, was dein hohes Wesen betrifft, ja, und wirst hier einfach durchgeleitet. Du wächst durch dich und mit dir. Und da darfst du wieder leicht werden, da darfst du spielen, da darfst du toben, da darfst du ausprobieren. Wunderschön ist das. Ja, denn was passiert? Die Schöpferkraft. Ich erkenne die Schöpferkräfte in mir und das bringt mir die glücklichen Fügungen. Weil was kann sonst passieren, als dass ich mich hier tatsächlich von einer Ebene in die neueste Ebene schwing? Ja? Mit der 1, mit der 8, mit der 9 gemeinsam in die Vollendung, wo alles wieder fließt. Wir haben das, wo haben wir denn das? Haben wir da nicht da auch irgendwo das Glück gehabt? Na, die Wunder haben wir hier gehabt auf jeden Fall. Sehr, sehr schön jedenfalls. Also die glücklichen Fügungen durch das Schöpfer, durch das eigene Schöpfertum. Also nein, ich habe mir das beim Spazierengehen, ich habe das so allerhand wieder in meinem Kopf gehabt. Da habe ich mir gedacht, gut, also sowohl dieser Regenbogenweg in sich selber, die Entscheidung zu sich selbst, aber dann auch mit diesem, was war das mit dem Kochrezept der Erde, irgendwo ist mir da eingefallen. Wer viel will, bekommt auch viel. Wo es noch nicht will, da wird es noch werden. Das ist das Kochrezept auf Erden oder irgendwie so. In diese Richtung kam da irgendwas mit. Ja, also du wirst auf jeden Fall in die Herzheilung begleitet oder beziehungsweise bist schon mittendrin. Und was dein Herz jetzt gerade beginnt, ist einfach aus sich heraus zu strahlen. Ja, jetzt ist einfach so diese Ruhephase, noch dieses in sich selbst finden vielleicht gewesen. Bei dem einen noch mehr, bei dem anderen weniger. Und von innen heraus strahlt es aber dann aus. Ja? Und im Endeffekt werden das dann so wie ganze Lichtexplosionen werden. Aber es ist eben hier noch die Zwischenzeit. Es ist hier noch die Zwischenwelt, wo wir von diesem Zustand in den nächsten eingehen, ja, oder einschreiten werden. Und da gilt es halt noch, sein Krönchen aufzusetzen und wirklich sehr auf sich zu hören und sich vielleicht auch wirklich darauf einzustimmen und sich dorthin zu programmieren, dass man die Farbenpracht in sich selbst einfach auch wahrnimmt. Und was ich da wahrnehme, ist einfach dieses sich immer wieder noch mit der Vergangenheit aussöhnen. Es kommen immer wieder diese Hinweise mit hier, mit dem inneren und den äußeren Prozessen und auch hier mit der 3, jetzt mit der Zwischenwelt, ja, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Körper, Geist und Seele. Ich bin auf der Erde hier. Ja, es auch nicht in den Groll gegen die Erde gehen in dieser ganzen Situation, sondern schauen, wo will ich hin? Ja, was muss ich machen? Man muss sich nicht für eins oder das andere entscheiden, nur für sich selbst. Und aus der Mitte heraus, aus seiner Klarheit heraus strahlen. Dort geht es weiter. Das ist das Leben, dort will deine Seele hin. Ja, ein treues Herz, auch in der Liebe, ihr seid verbunden, da kommen die Zwillingsseelen mit, ja, mit diesen zwei Eulen, zwei Weise, die wirklich ineinander, miteinander erwacht, vielleicht sich dann da auch wieder annähern, wie auch immer, mit der 3 und der 5, hier steht auch einiges in der Heilung, der Schlüssel ist da und will wieder in den Fluss gebracht werden, aber es geht auch ganz, ganz viel um dich in der Ruhe, kommst du in die Kraft, ja, und spürst die Stille in dir wieder. Ja, und das treue Herz in dir wacht. Vielleicht hattest du selbst auch noch ein bisschen was bei den Herzkammern zu. Und da geht es jetzt auf, damit du nicht nur einem Partner gegenüber, sondern vor allem auch dir gegenüber, deiner Seele gegenüber, deinem Herzen gegenüber in einer Partnerschaft hier deine Visionen und die Visionskraft in dir erwacht, ja, tatsächlich hier deine Visionen leben kannst. Ich bin offen für neue Ideen und kreative Impulse. Genauso ist es. Und auch hier haben wir versteckt das Kleeblättchen in all seiner Farbenpracht wieder. Und dazu wird es Zeit, sei bereit, deine Arme für dich zu öffnen. Dann kommt das Universum und schenkt dir das, wozu du bereit. Also, sei bereit, dich dieser ganzen Situation für dich selbst, für deine Entwicklung hier zu öffnen. Was ist für diejenigen, die jetzt in einem Seelenpartnerprozess, weil der Seelenpartner auch gefallen ist, aber jetzt noch wichtig, die in der Situation drinnen sind und da einfach bleiben, ja, kläre deine Gedanken, ja, werd wieder frei, hör deiner Stimme zu, erwecke den Drachen in dir und geh wieder in eine spaßige, lustvolle, nährende, aber aufpassende Gleichgewicht, ja, aufpassende Situation mit den Affen als Krafttier, was dich begleiten möge, ja, und sei dir selbst hier loyal und treu, schau dir das Ganze an, vielleicht ist es auch in einem freundschaftlichen Gefilde, dann mach dir nicht so viele Gedanken, sondern mach dein Licht oder dein Feuer hier hinter dir auch an und da begleitet dich die Kuh, die Fülle und der Segen.
Na bitte, der Affe, ja? Wendigkeit, aber der Affe steht auch für Fröhlichkeit und da wieder die Bewegung des Pferdes, ja? Sei selbstbestimmt, ja? Vertrau dir hier auf deinen Wegen auch, ja? Geh in die Kommunikation, geh in die Heilung von diesem Segen auch, vielleicht auf einem freundschaftlichen Weg. Ups. Das wollte jetzt noch raus. Hab keine Angst davor. Ja, kehr da wirklich in dich hinein und spür mal, was deine Seele dir dazu sagen möchte. Ja, und spür mal hin, ist das wirklich frei oder gibt es da vielleicht noch irgendetwas, was du da noch in die Heilung bringen möchtest? Was ist für diejenigen, die weitergehen? Da einfach wirklich zu einer neuen Partnerschaft vielleicht stehen. Ja, da kommt der Bär. Der Brief, der Sarg. Aha, na schön, ja. Also, auch da braucht man nicht zweifeln, sondern was geht da raus? Moment, wir haben es gleich. Was geht da raus? Da gehen Muster raus, die irgendwie damit verbunden sind, dass Liebe wehtun muss, dass Liebe schmerzen muss. Jedes Mal, wenn man sich aufmacht, jedes Mal, wenn man die Kraft gibt, jedes Mal, wenn man glaubt, dass hier etwas gut ist, dann geht das nicht auf. Und genau diese Glaubenssätze, diese Muster werden mit dieser Loslösung, mit diesem Weggang beendet, damit hier ein neuer Vertrag auf euch zukommen kann. Und das liegt dann hier tatsächlich in der Heilung. Und du machst hier einen Neuanfang aus Mangel und aus geißelnden Selbstillusionen. Ja? Da wirst du in der Ruhe und der Kraft dazu gebracht, um in diesen Neuanfang zu gehen. Zweifle nicht. Eine Zeit lang wird es vielleicht so sein, dass du hier alleine einen Weg für dich findest. Ja? Atme. Atme dich frei, denn hier wartet Versöhnung und Vollendung auf dich. Wir haben den Adler mit dem höheren Selbst, auch wieder den Affen mit der Wendigkeit, mit der Leichtigkeit, aber auch mit der Frechheit. Also der Affe steht aber auch für sowas Kasperlmäßiges, wie sagt man, Clownmäßiges. Immer wieder habe ich auch in anderen Konstellationen schon gesehen, wo das wirklich um sowas fast schon Närrisches geht. Ja? Also auch wieder mit Nullpunkt von Tarot, wo es einfach um einen spielerischen, neuen, leichten Anfang geht, wo du die Führungskraft der Wölfe, des Alpha-Wolfs oder des Alpha-Tiers in dir erwecken darfst, um dich der Liebe hin zu öffnen und die Orientierung durch die Nacht, durch vielleicht irgendwelche Zustände noch zu finden, die dich da tragen in diese neue Zeit. Ja? Also wunderschön, es geht um das hohe Selbst. Hör dir selbst zu und nimm eine andere Perspektive in der ganzen Situation ein. Ja, fühl dich frei, betrachte alles aus der Adlerperspektive. Vielleicht nicht anders, sondern aus der Adlerperspektive, unbegrenzt und frei. Also es ist völlig wurscht hier, egal in welcher Situation ihr euch befindet, es wird hier alles schön und frei. Und das ist ja wieder wunderschön und so darf es auch sein und so darf es auch werden und bleiben. Weil durch diese Zwischenzeit geht es jetzt hier durch und das Wichtigste ist, ihr haltet euch an euer Mitschöpfertum und hört auf die Wahrheit in euren Herzen. Ja, sehr schön, ja? Damit die Lebensfreude Einzug halten kann. Konzentrier dich noch und erkenne die Magie des Lebens in dir, geh in die Bewegung und in die Anmut und Schönheit der Liebe hinein. So darf sich jetzt ein neues Schicksal weben. Bis dann, ihr Lieben. Baba. Ergreif den Mut, für das Leben zu sein. Spring mit deinem vollen Potenzial hinein. Deinem Friedensbaum wachsen Millionen neuer Triebe. Du bist die unbesiegbare Liebe. Wach auf und lebe. Es wird Zeit. Bist du bereit, dass ein Paradies hier werde und der Friede erwache in einer erneuerten Welt?